Cadillac ATS hebt sich durch sein kantig modernes Design klar von der Masse ab. Im Inneren bleibt die Sportlimousine der amerikanischen Linie mit hellem Leder und braunen Armaturen treu. Eher unkonventionell sind die Bedienerelemente, welche teilweise nicht als Schalter, sondern als Touch-Tasten mit vibrierender Rückmeldung ausgeführt sind. Auf den Vordersitzen bietet der ATS komfortable Platzverhältnisse. Auf dem Rücksitz hingegen ist die Beinfreiheit knapp bemessen. Wer gerne mit viel Gepäck unterwegs ist, muss sich beim ATS einschränken, denn der Kofferraum weist nur ein Volumen von 381 Litern auf. Die Sportlimousine schöpft beachtliche 276 PS aus dem 2-Liter Turbomotor. Auch das Drehmoment von 352 Newtonmeter bei 1700 Umdrehungen pro Minute ist markant. Zusammen mit dem 6-Stufen-Wandlerautomat weist er Beschleunigungswerte in Sportwagenmanier auf. Relativ hoch war der Testverbrauch von 10,1 Liter auf 100 Kilometer. Durchaus sportlich sind die Fahreigenschaften. Das auf 3 Stufen einstellbare Fahrwerk ist in der Grundauslegung bereits straff und kann mit dem Sportmodus noch straffer gestellt werden. Die Lenkung ist präzise, dürfte aber eine Spur weniger stark unterstützt sein. Punkto Sicherheitsausstattung lässt der ATS keine Wünsche offen. Bei der Bremsmessung überzeugte der ATS mit guten 36,6 Metern aus 100 Stundenkilometern. Fazit: Der Cadillac ATS ist sportlich ausgelegt und betont diesen Charakter mit dem eigenständigen Design. Er bietet gute Fahrleistungen und überzeugenden Fahrkomfort. Negativ fallen der hohe Verbrauch, die knappen Platzverhältnisse auf dem Rücksitz sowie die schlechte Übersicht nach hinten auf.